Ich feiere voll, was ihr macht. Weiter so. Wie sind ihr dazu gekommen, beim SRF zu arbeiten und zum Studio 404? Das ist mal eine gute Einstiegsfrage. He? Wir gehen gerade mit das ist so inhaltlich. Gerade mit HörerInnenfragen rein. Das also ist zuerst einmal danke vielmals für die Liebe. Mike, wo das fragt. Mikey Boy, alles danke vielmals für alles Gute, hast du jetzt wirklich alles Gute zum Geburtstag. Und was wirklich du zum Geburtstag natürlich. Mein Hirn ist komplett finito. Alles Gute, Mike. Ich weiß nicht, ja. Das Gute am Podcast ist, du kannst es ja immer hören, das heisst auch an deinem Geburtstag. Das heisst, irgendein ist hat Geburtstag oder sie und wir singen. Jetzt, das ist jetzt das Happy Birthday für dich. Also wie sind ihr denn da dazugekommen? Es ist jetzt der David Möri, ist reingeboren worden, logischerweise, weil er ist ja das uneheliche Kind von der Nathalie Wappler und Benny Thurnherr. Ui, das sind aber das alte. Das würde ich mir nicht vorstellen. Nein, es würde eben schon noch das würde ja passen. Ja, das würde perfekt gehen. Nein, Nathalie Wappler wäre Jungmutter. Ich finde es so geil, dass der Benny Thurnherr als Ex-Sportmoderationsikone das Wort Turnen in seinem Nachnamen hat. Das ist so geil. Und er ist ein Herr und hat Herr auch noch drin. Es ist so gut. Der Turnherr, ich check's nicht. Das ist wieder Simon Fleisch. Und weißt du, Sascha Rufer hat Rufe als Kommentator, hat er Rufe in seinem... Rufe. Und der Salzgeber, weil er immer so salty ist. Ja, ja. Es passt wirklich. Ja. Ich rühre mich ja immer mit, mit dem Fakt, dass ich ja zusammen mit euren Chefen die zwei Morgen oder Studio 404 Sendung erfunden habe. Also ja, erfunden, das ist, ja von vielen, erfunden ist im Fall sehr ein grosses Ding. Der Roger Schawinski, der also, hat es erfunden. Also nur, dass man sagt, man muss ein Angebot machen für Junge, ein Comedy-Angebot, da ist das noch nicht erfunden gewesen. Ich bin von einem weißen Blatt gekommen. Ja, aber das weiße Blatt haben wir ja zuerst mal aus der Schublade nehmen. Ja, du hast vielleicht das Blatt hinten da. Erfunden ist jetzt so sehr, also basically, sehr also es ist so gewesen, das SRF, so ist der Moritz zum SRF gekommen. Das SRF ist verzweifelt. Sie sagt, wir erreichen die Jungen nicht mehr. Es geht, es sind nur noch 80-Jährige, die Tagesschau, Meteor schauen und so, wir müssen die Jungen wieder erreichen. Dann hat der damalige Chef vom SRF, das war noch nicht Nathalie Wappler, hat das Telefon in die Hand genommen und hat das Telefonbuch aufgemacht. Auf Notfallknopf. Möri, David, Raul. Und er hat angerufen, David Möri, kannst du uns helfen? Jetzt ist Alarm, Alarm. Und der David Möri hat sein SRF-Kostüm angelegt. Sein SRF-Man-Kostüm, das er natürlich schon parat gelegt hat für den Notfall. Natürlich. Und ist zur Nacht aus seinem Buchhalterleben ausgerufen. Auf seinem Töff ins Leutschbach gefahren. Mit so Spikes drauf. Und er hat ein Cape gehabt. Nein, zuerst habe ich bei den Führermännern schrutsche so eine Stange ab. Ich bin so eine Sendeleitung runtergerutscht. Und dann bist du wirklich zur Nacht auf dem Turm vom Leutschbach gelandet. Also ja, auf dem Metrodach mit oben. Cape. Du hast gerade noch schnell den Thomas Buchli verwutscht, wie er dort heimlich noch am Rauchen war. Hast ihn schnell abgelegt. Und Thomas Buchli hat gesagt, was läuft jetzt? Und du bist runtergegangen ins Büro vom Chef, vom Rudi Matter. Und er hat gesagt, da bin ich. Rudi. Benutz mich. Benutz mich. Genau so hat er gesagt. Rudi, benutz mich. Wir retten das. Es kommt gut. Ich habe eine Idee. Er hat auf die Tour geschaut und es war 2 am Morgen. Gesagt. Und so ist es entstanden. Da, nimm mein Geld. Da. Mach alles. Danke, David Möri. So war es gewesen, oder? Ja, so war es gewesen. Und dann hat der damalige Chef, also der wirkliche Chef, der die Idee hatte, wir haben dann so die Grundidee gehabt und dann hat er gesagt, so, nächste Woche kommt einer und der macht dann das und dann kannst du ihm da ein bisschen helfen da bei der Auswahl der Leute. Und dann ist so eine abgekundete Sieg ins Büro. In dem Moment bin ich ja komplett broke in Kolumbien gewesen, hatte kein Geld mehr gehabt für Bier und Koks und der Chef hat das gewusst. Und er hat einen schwachen Moment. Das ist ein sehr schwacher Moment. Er ist der braucht jetzt wirklich so eine Liste gehabt. Der hat auch so eine Liste gehabt. Mit so die Schwachen. Wer ist verfügbar und muss. Ja. Und dann hat er auch gesagt, Bündner, Matthias, ja. Komm da hin. Komm.
Ja. Wahrscheinlich hast du irgendwie keinen Empfang gehabt, irgendwo im kolumbianischen Dschungel. Ich habe dort mein Vorstellungsgespräch gemacht. Wirklich. Okay. Und es ist die ganze Zeit das Internet zusammengekracht und es war absolut mühsam gewesen. Und ich sagte, ja, ich habe da so eine Idee für so eine YouTube-Show. Komm mal. Und so. Aber ihr habt euch ja schon gekannt. Aber du hast dich gleich vorstellen. Ich habe mich vorstellen. Ja, es ist wie offiziell. Ja. Ist nicht vom HR auch noch dort gewesen? Unsicher. Aber irgendwie schon. Aber ja, officially. Ja. Und dann hat man das so gemacht und dann bin ich eingeflogen direkt, wirklich super broke. Also ich habe diesen Typ noch nie gesehen und dann kommt er in das Büro und tut so. Was ist dein erster Eindruck? Ich habe gedacht, hey, ich glaube, ich mache dir eine Zeitung unter den Sessel. Das habe ich gedacht. Wieso? Du hast richtig abgekundet ausgegangen. Ich so, boah, wollen wir dich wieder rausbegleiten? Du hast wahrscheinlich gemeint, dass ich da gehöre ich nicht daher. Ich habe schon einen Zuschauer, einen 80-jährigen Zuschauer vom SRF. Können Sie den Kloschard da bitte rausbegleiten? Das habe ich mir überlegt. Wirklich? Ich hatte zuerst einen Moment, ich habe gedacht, zu dem bin ich nicht nett. Also, das habe wirklich Moment gedacht, so, was soll das, Alter? Wir so haben sie jetzt. Ist ganz kurz. Ich habe nicht, du hast dich irgendwie nicht so recht vor. Du bist auch plötzlich da gewesen. Du bist einfach irgendwie reingekommen. Also unangemeldet. Ja, ich bin natürlich mit dem Rucksack reingelaufen. Es ist natürlich ein Heimkommen. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich habe schon bei SRF geschafft. Ich habe schon gewusst, wo ich aufs WC muss. Ich muss halt nicht noch den Einführungskurs machen. Und ich habe da schon in alle vier Ecken brünzeln und gemeint, der Raum gehört mir. Und dann kommt der und sagt, ja, weißt du, früher war das Chefbüro. Was früher? Ich bin da der SRF-Boy. Ich bin da der Chef. Ja, ich sehe. Und dann habe ich schnell den Möri abgerechnet und abgelöst. Und bei dir ist es genau gleich komisch gewesen. Dann bin ich ins Militär, dann komme ich zurück und an meinem Platz sitzt so ein Grossvater. Auch wieder ein Kloschhaar. Was macht der da? Der hat doch damals die Uni-Hockey-Match zusammengefasst. Das war der mit der Spielzeugkamera, die Uni-Hockey-Match zusammengefasst hat. Als ich zu Fässer 2 geschaut habe und gar nicht mehr gelaufen ist, dann sitzt er auf meinem Platz und ist so, Bro, verpiss dich, Alter. Uni-Hockey-Playoffs. Das ist du bist der Möhr, ist wirklich einfach immer so eine Katze und immer wenn sie schnell rausgeht, ist echt noch eine zweite Katze, wo dann mega so der Rang abtreten ist. Du bist eigentlich wirklich so die verstoßene Katze vom SRF. Ich verstehe aber auch, so, dass du ab und zu wieder so Entgleisungen hast. Das ist alles genährt von diesen Momenten. Die sind immer so alte Männer vorgesetzt worden. Du hast einen Schnuppertag gemacht bei uns, oder? Das war ein Zukunftstag. Oder Vergangenheitstag in dem Sinn. Wenn ein alter Mann zu den Jungen kommt und schaut, ist ja ein Vergangenheitstag. Und ich war im Sport gewesen, bei den Alten und habe gefunden, ich muss jetzt mal in die Jungen und habe dann wirklich von meiner Abteilung eine Vergangenheitswoche bekommen und bin dann zu euch gekommen, zu 2 Uhr morgens, weil ich mich Comedy einfach schon immer interessiert habe, und ich das vorher auch schon ein bisschen verfolgt habe. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich dann einfach ein halbes Jahr später, wo es dann geheissen hat, hey, die Stelle ist jetzt frei als Projektleiter und Produzent, habe ich dann den Matt aufs Bier getroffen und dann haben wir uns ein paar das Bier hinterher. Immer die, die mit mir gehen, Bier trinken, wissen es gar nicht, dass sie nachher automatisch einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Nach der dritten Stange sind sie wie bei uns. Im letzten Bewerbungsgespräch bin ich zufälligerweise dran angelaufen und bin auch kurz angesessen und der Matt hat sich voll nicht auf das Bewerbungsgespräch konzentriert, sondern er hat die ganze Zeit aufs Handy geschaut, weil er unbedingt Tickets kaufen für das Festival. Es war so gut gewesen. Und der Joso ist so dort so ehrfürchtig, so weißt, es ist jetzt sein erster großer Job von seinem Traumberuf und so. Und der Typ, der ihn gerade interviewt, interessiert sich gar nicht dafür, weil es ist da oben, wo die guten Tickets online kommen. So, Bro! Ja. Priorities. So, ich glaube, ich bin einfach am Morgen aufgewacht und plötzlich ist so ein Vertrag mit so einem blutigen Fingerabdruck von mir drauf gewesen. Ist das gestern Nacht passiert? Und in dem Fall könnt ihr jetzt über mich verfügen. Und so bin ich dann vom SRF Sport zu SRF
damals noch junge Zielgruppe Unterhaltung gekommen. Das ist so eine, alles richtig gemacht. Ja, und ich glaube, so ein guter Recruiter. Ja, und jetzt bin ich immer noch da. Also ja. In dem Sinne ist es so eine langfristige Verpflichtung gewesen. Ich habe am Anfang nicht genau gewusst, auf was ich mich da einlade. Es hätte können so auf alle Seiten rausgehen. Und ihr habt es, glaube ich, auch nicht gewusst. Die Geschichten sind so wie bei How I Met Your Mother, How I Met My Work Colleagues. Ja, einfach ein ohne, so. Ohne Sex und Sexismus. Aber, ja, ein bisschen Sexismus zwischendurch. Ja. Also es hat die ein oder andere Geschichte. Gut, das ist der Debriefing 404 Podcast in der Summer Edition. Wir beantworten Fragen von euch da draussen. Es sind sehr viele Fragen via Instagram reingekommen. Wenn du auch noch Fragen hast, schreib uns einfach @srfvirus. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ja, ich bin so ein bisschen verwirrt. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Den kann man auch schreiben. Das ist so ein lustiger Virus. Ja, den kann man auch schreiben. Die haben gar kein Instagram. Du kannst so viel schreiben, wie du willst. Ja, das ist Haha, gar kein Fehler gewesen. Bam. @srfstudio404. Ja, so ist lass mal wieder Radio, das ist auch etwas da. Ja, das ist auch so ein Vergangenheitstag. Ja, kann man mal so machen. Das ist das, was uns gross in der Heimat wohnt. Gut, es sind sehr viele tolle Fragen reingekommen. Und wir reden über das. Let's go. Debriefing. 404. Drei Dullis. Viel zu tun. Null Bock. Ich habe die erste Frage schon gestellt. Ich gehe eigentlich gerade so. Wieso darfst du jetzt zweimal ziehen? Nein, ich habe jetzt gerade jetzt du wieder nicht. Du verstollene, verschüpfte Katze. Jetzt bin ich wieder nicht so kratzbühlig. Hast du mir jetzt die rausgesucht? Ich habe dir jetzt gerade eine mit der Welle weitergegeben. Also komm, gib mir das Zeug. Ja. Du musst mal da ein bisschen schmiegen. Ja. Und mach ein bisschen vorwärts. Weißt, Zeit ist ich habe es gerade in die Hand bekommen. Chills, eine Sekunde. Es ist keine Memory. Du kannst einfach eine nehmen. Nein, die verziehe du nicht. Ja. Was? Wieso? Was ist es? Wir haben gesehen, wir alle beantworten. Wie ist der Moiri zum Alki geworden, ist die Frage. Sehr eine gute Frage. Vom Sedimon. Weil es ist im Fall wirklich, es hat eingerissen. Ich tue das im Fall auch. Es ist eins vor Intervention. Ich tue das beobachten. Nein, das stimmt nicht. Was ist denn die Woche wieder passiert? Was willst du ansprechen? Ich weiß es nicht. Ja, wie ist denn so dein Leben gewesen? Sehr. Feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich? Also. Das Ding ist ja... Letztes Wochenende dasselbe und vorletztes Wochenende all dasselbe. Ist, und dann ist noch Festival ich habe noch 90... Gewesen. Aber weißt, er braucht auch wieder die Kalorien vom Bier wegen Velofahren. Das ist isotonisch. Ah. Ihr stürzt euch einfach immer auf die Geschichten, die ich vielleicht nicht ganz nüchtern erlebe, weil ihr das lustig findet. Weil aber jetzt, der besoffene Möri ist auch 100 Mal lustiger als der nüchterne Möri. Ja, also jetzt, ich weiß es aber nicht so recht. Das Ding ist einfach, ich habe 95% von meinem Leben ist langweilig und nüchtern. Und ihr stört euch einfach immer auf den Moment, wo das zusammentrifft, wo das Atom auf, ich habe es vergessen, wie das in Physik, bei schlechter Physik war, aber es gibt doch so eine... Neutron. So Teilchenbeschleuniger, Alkohol. Wo aufeinander trifft und ihr stürzt euch immer auf die Millisekunde von meiner Woche, wo das passiert. Auf den Urknall von der... der Urknall. Wo eigentlich das ist ja so, immer wenn du ein Bier runterlässt, gibt es so einen körperlichen Urknall bei dir. Genau, wo das Bier in den Magen knallt, eigentlich. Ihr stört euch da und das finde ich lustig. Ja, also, es ist ja sehr lustig. Es ist alles im Rahmen. Meine Mutter hört zu und sie macht sich an mich Sorgen, weil eben immer nur das Spektrum von meinem Leben beleuchtet wird. Mhm. Es ist alles gut. Ich habe das Gefühl, der Moiri ist nicht regelmäßig. Also, liebe Mutter vom Moiri. Barbara. Liebe Barbara, du musst dir keine Sorgen machen. Er ist nicht regelmäßig alkoholisiert. Aber was mir aufgefallen ist, wenn er es ist. Dann kann er nicht mehr reden. Wieso? Es ist jetzt ein Moment am Sommerfest, wo wir hatten, habe ich das erlebt. Leer. Und es ist so, der Moiri steuert wie so eine läufige Katze. So, steuert er immer so von der einen Gesprächsgruppe zu der anderen, tut sich irgendwie kurz einbringen, aber er ist immer so auf Nadel und geht wieder noch mit anderen. Ich tue einfach durchzappen, einfach in real life. Und es gibt verschiedene Programme. Und es gelingt mir nicht, eine Konversation zu machen mit dir, wenn du betreust. Es gibt ja Leute, die mega redselig werden. Und bei dir ist mein Sprachzentrum ist wie betroffen nachher. Es kommt nicht mehr. Ich genieße das im Fall. Es ist wie eine Eibahn. Ja, es kommt rein. Bei Moiri musst du nicht holen wollen, wenn er betrunken ist. Ja, aber dort haben auch noch andere Komponente reingespielt. Also ich bin auch sehr... Was denn zum Beispiel? Nichts anderes. Also, ich tue noch mal probieren. Wieso? Das ist schon deine Frage. Nein, der Phil hat sie beantwortet. Also, ich habe sie... Ja, wir haben sie für dich beantwortet. Also, du darfst. Wie, also der Mondhausi fragt, wie oft hat euch das
Trebi schon gesagt, dass sie alles Hundesöhne sind. Also, wir müssen zum Einordnen, Trebi ist eine Autorin von uns. Ja, sie ist aber hässig auf sie, Männer. Also, sie kommt am Morgen um 8:15 kommt sie hässig rein und sie geht zu oben am, ja, jetzt immer später, weil sie auch richtig viel zu tun hat. Sie schreit da häufig, es ist jetzt unfair, wie sie nicht da ist, sollen wir eigentlich nicht über Leute, die abwesend sind, reden, aber das macht ihr ja auch bei mir, wenn ich nicht da bin. Sie schreit regelmäßig den Computer an. Mhm. Sie, das mache ich auch, sie ist so hässig aufs Premiere, aufs Schnittprogramm. Das finde ich sehr, sehr lustig, weil sie schreit immer so das Programm an. Und ich liebe so Leute, die so emotional mit technischen Geräten werden. Ich habe das auch, wie es bei mir auch dann nie funktioniert. Ja, aber das liegt sicher am technischen Gerät bei dir. Ja, ja. Also, es liegt bei dir fix immer am Bedienen. Ja, also Hundesohn hat sie uns jetzt also selten gesagt. Hundesohn hat sie uns noch nicht gesagt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Spassfrage. Aber ich glaube aber auch, sie tut ihre Wut dann wie in die Produkte kanalisieren, was mega schön ist. Und sie ist eigentlich wie so jetzt ein bisschen Chefin vom Recrap geworden. Also sie tut auch wie Texte auswählen und bebildern. Und ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen die Attitude. Ja. Und ich habe ein neues Lieblingswort für ihr gelernt. Und zwar problematisch. Sie sagt zu Sachen, die sie sieht im Internet oder wo halt als Jokes fallen in dem Redaktionskontext, wo wir auch zum Teil nicht veröffentlichen, sagt sie, hey, das finde ich jetzt nicht cool. Sie sagt, das finde ich sehr problematisch. Und ich finde das ein recht geiles Wort. Sehr, ich würde das auch öfter sagen. Problematisch ist sehr diplomatisch. Sehr problematische Angelegenheit. Ja, gut, schön. Next. Du darfst nochmal. Bin ich sicher, nein, es wäre der Matt oder ja, jetzt, ja, wir haben es jetzt aufgegeben. Sie sind nicht päpstlicher als der Papst, gell? Oh mein Gott. Wie lange braucht ihr, um eine Story-Sendung zu schreiben? Zu lang, sage ich aus Chefsicht, zu lang. Ja, also. Es wird da zu viel rumgeblöttert. Ah, was? So Larifari-Ding. Wir schweifen doch wir können da mal noch etwas effizienter arbeiten, aus konstruktives Feedback hier. Aber ich muss das auch sagen, weil ich kann natürlich hier auch die Knarren am Rücken. Ich glaube nicht. Aber weniger abschweifen, habe ich das Gefühl, könnte man. Wie lange braucht man für eine Sendung? Also für eine Studioshow, die wird am Montag geschrieben, am Dienstag aufgezeichnet und Mittwoch, Donnerstag geschnitten. Aber es ist ja wie, geschrieben wird sie sozusagen bei einem Tag. Sie wird in einem Tag geschrieben und dann wird geübt und gemacht und da. Dann ist eigentlich ein halber Tag, bis es nachher wieder aufgezeichnet wird und dann geht es schon in Schnitt. Mhm. Also eigentlich relativ zügig. Und so ein Sonntagsvideo ist je nach Aufwand, wenn es jetzt so eine True-Crime-Sache ist, dann geht das vielleicht schon mal den Schreibprozess eine Woche. Aber man ist nicht eine Woche am Stück am Schreiben, aber es ist doch... Man hat mal den ersten Draft, den zweiten, den dritten und dann schauen andere Leute drüber. Es ist noch schwierig, um das so in Arbeitszeit zusammenzufassen. Es kommt eigentlich darauf, man float es einfach gerade, oder? Und man weiss, klarer Fall, der Moiri muss das Müllmonster sein, man dreht den Quatsch. Oder es ist umständlicher. Dress hast du zum Teil auch nur einen Tag oder hast je nachdem auch mal zwei Tage, wenn es aufwendiger ist. Unterschiedlich. Aber eigentlich sind wir so im Wochenrhythmus. Wir machen immer alles innerhalb von einer Woche. Mhm. 3 bis 5 Leute, die an so einer Sendung schreiben. Pro Woche. Und wir sind ein Team von gesamthaft 12. 12, aber eben aber auch. Aber nicht alle, die Vollzeit schaffen. Nein, nein. Ja, es sind viele so 20-30% Gut, der Ant Lepus fragt, was ist euer Top-Trick fürs Management zu überzeugen, so Sachen dürfen zu machen? Also ich glaube, so Sachen meint er wahrscheinlich Studio 404 und mit dem Management meint er sehr wahrscheinlich Nathalie Wappler. Es ist im Fall immer ein Geheimtrick. Es ist immer eine Frage von der Verpackung. Mhm. Also du musst eigentlich wie... Sinnvolle eigentlich rausstreichen. Das heisst, Sinnvolle ist, ja, SRF muss junge Leute erreichen und das erreicht man natürlich mit Unterhaltung und hochstrehender Unterhaltung und dann tust du das eigentlich in einer schönen Präsentation und viele Zahlen und so belegen und tust so offen wie möglich argumentieren. Weil wenn du die Präsentation offen machst, dann kann das hinten noch wie alles sein. Ja. Und wenn du bei SRF schon hinschreibst, es ist für junge Menschen, dann sind eigentlich ganz viele, die sagen, oh ja, das ist eine tolle Sache, das muss man machen. Ja. Ja. Und dann funktioniert es eigentlich wie gut. Mhm. Immer eine Mogelpackung. Eine Mogel, man muss ein bisschen strategisch, ein bisschen, ja. Muss ein bisschen verkaufen. Man muss ein bisschen verkaufen. Es ist im Fall, ich bin ein guter, ich bin ein bisschen Marketing-Dude in dem Ding. Du machst das eben sehr gewitzt, die ganze Geschichte. Und ich muss sagen, am Schluss, das Killer-Argument ist einfach immer so, wenn sie finden, ja, nein, lieber nicht, dann sagen wir ja. Was haben sie denn sonst? Was haben sie denn sonst? Und leider hat niemand eine bessere Idee. Müssen die dann in dem Fall besser, wie man es macht?
oder wissen das vielleicht nicht besser? Und dann kommen sie dann immer an, also gut, komm, wir probieren es mal. Und es hilft natürlich bei dir auch der unheilige Sohn von Nathalie Wappler und Benny Thurnherzig. Von dem her, das ist natürlich schon noch... Das stimmt. Ich habe den Passepartout von allen SRF-Räumen und da kann ich dann auch mal einen Schalter umlegen. Mhm. Oder mal da einen Geldkoffer in einen anderen Raum reinnehmen. Ja, das ist natürlich schon... Das ist auch immer... Das ist immer hilfreich. Also, nehmen wir hier noch eine. Komm, ich will noch eine hinterher schiessen. Eine kleine Runde hier. Eine nehmen wir noch. Wenn moderiert der Mattu einmal ein Folgestudio 404? Das müsst ihr sagen. Ja. Wenn? Ich sehe mich, seh mich eben nicht so fest als Moderator, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Und eigentlich ist ja wie mal wirklich das Konzept gewesen, dass einfach wie jeder mal die Studiosendung moderiert. Und wir haben dann wie gefunden, ja, wir müssen zuerst mal so ein bisschen auf den Kopf setzen und bin dann eigentlich fast ein bisschen froh gewesen, dass es dann mich nicht bräucht. Ja, es ist... Ich kann mich rausschlängeln. Ja, du hast einfach immer so die Writers-Desk-Position und dann kannst du austeilen. Mhm. In dem bist du halt einfach wirklich auch am besten. Ich glaube, du bist jetzt super gut positioniert. Aber andererseits sind alle mal gewundert, wie schlägst du dich davon? Es hat eben lustigerweise schon noch recht viele Kommentare gegeben, auf YouTube, so, jetzt ist der Mattu dran. Und mir ist... Ich tue immer so den Finger tut immer so zittern, um den Kommentar zu löschen. Aber mein Journalistenherz tut dann zu fest pochen und sagt, ich darf nicht zensurieren. Sicherlich. Und ich hoffe es dann wie, dass ihr es nicht seht. Wir haben es sicher gesehen. Das ist der Kommentar, von dem träume ich mich zur Nacht, von dem Kommentar. Also, der Mattu, das stelle ich mir vor, aber wenn man es nachher wie so für die Sendung denkt, ich will wie auch keine schlechte Sendung dann abliefern. Ja, aber das wollen wir ja alle nicht. Hey, das macht gar keinen Sinn. Das Argument ist schlecht. Aber garantiert lustig. Ja, aber ich würde im Fall so eine Hütterle machen. Wir würden dir im Fall alles auflegen, was du... Das Problem ist einfach immer, würden sich alle gleich getrauen, weil du bist doch immer noch der Chef. Würden sich alle gleich getrauen, dir so die harten Gags so mitzuschreiben? Ja. Oder ist es dann nicht so, dass man einmal im Jahr halt gleich noch so ein Mitarbeitergespräch hat beim Herrn Matthias Büttner, dem Vorgesetzten, und er dann sagt, ja gut, also dass du mich jetzt dort irgendwie so beleidigt hast. Also weißt, es gibt bei uns nicht, wir haben wirklich sehr flache Hierarchien, aber es gibt doch so einen kleinen Peak und das ist der zu dir rauf. Mhm. Und ich glaube, es wäre noch eine Challenge für uns, um für dich überhaupt eine Show zu schreiben. Eine gute Sendung schreiben. Ja, aber wir müssten einfach die Eier haben, um dir voll in die Pfanne zu hauen. Ich glaube auch. Also es müsste dann entweder ganz oder gar nicht sein. Ganz oder gar nicht, ja. Ja, und du machst es ja, also du schießt es ja immer nach Abend, deine Mitarbeitenden, die roastest du ja auch aufs Übelste. Das heisst, wir dürfen eigentlich auch mal zurück. Ja, jetzt müssen wir eigentlich gegenübertreten, ist eigentlich das, was man machen sollte. Ja. Und ich roaste nur den Entertainment wegen. Ich habe das Gefühl, in der nächsten Staffel könnte es durchaus mal passieren, dass der Mattu das macht. Habe ich das Gefühl? Bauchgefühl? Ein Bauchgefühl, gell. Man kann es mal als das stehen lassen. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich habe keine mehr. Mit den Dingen ist nicht bei mir. Einen können wir noch machen und dann machen wir Hossa. Ja, dafür oben. Wenn ihr ein Gesetz könntet erlassen in der Schweiz, welches wäre es? Schreibt Bia Chili. Also heisst es, ein Gesetz machen oder ein Gesetz streichen? Habt nicht so gescheite Wörter in euren Fragen? Ein Gesetz erlassen ist eins. Ein Gesetz machen. Ein Gesetz. Aber erlassen heisst doch auch etwas erlassen. Ist auch etwas jetzt, es heisst eins erfinden, du dumme Moderator da vorne. Ein Gesetz erlassen. Mal, es ist schon eins machen. Ja. Eins machen. Ja, ja. Erfinden. Ein neues Gesetz. Ja, wir müssen eigentlich immer noch die Gesetze, die wir haben, wirklich durchdingseln. Zum Beispiel so. Das ist eine sehr staatsmännische Aussage. Ja. Da muss man zuerst mal die Gesetze durchsetzen. Wir haben genug Gesetze. Da braucht es halt immer ein neues Gesetz. zuerst mal schauen, ja, das aber es ist ja wie so, auf dem Gesetz haben wir auch, ja, es sind alle gleichberechtigt. Ja. Und niemand ist gleichberechtigt in diesem Land. Also ich finde wie so, da müssen wir eigentlich die, wo man eigentlich. Oder? Das steht in der Verfassung. Ja, aber es stimmt. Also, aber es ist ein Gesetz. Aber die sind Grundsätze, Grundgesetz. Wo die Gesetze darauf basieren. Ja, aber ja, wenn man nicht mal, das Grundgesetz. Aber wenn man nicht mal die zuerst, ich finde, die zuerst machen. Und kann man du schlägst dich auch wieder aus dem Fokus. Jetzt erfind doch einfach schon mit deiner Fantasie ein gutes Gesetz und sag das. Und hey, ich bin ja eigentlich allgemein für Drogen liberalisieren. Liberalisieren. Ja. Ja, es gibt jetzt ein paar Vorstöße. Es gibt ein paar Vorstöße und ich war in New York, wo das Kiffen eigentlich schon legal ist. Es gibt schon viele europäische Länder, die eigentlich schon nur das schon wollen. Ich finde, dort könnte man ein bisschen progressiver sein. Ich finde, viel Elend auf der Welt ist, weil gewisse Substanzen illegal sind. Es wird weniger Blutkriege geben auf der ganzen Welt. Das Problem ist und einfach, ganz müssen weniger... alle machen. Ja, natürlich, ja. Aber irgendjemand muss ja anfangen. Das stimmt. Mit gutem Vorbild Zum Beispiel. Ja,
gibt auch, ja, finde ich noch spannende Frage. Ich bin nicht ganz sicher, ob es so schlau wäre, aber so wie es jetzt ist, ist es irgendwie auch nicht schlau. Nein, es ist nicht schlau, jetzt, so wie es jetzt ist. Es tut halt einfach so mafiöse Strukturen mega fördern fest, und Leute ausbieten, die wie nicht sein müssen, wenn es wie kontrolliert. Es wäre dann immer noch kontrolliert, weißt, aber es wäre dann wie auf der legalen Seite kontrolliert. Das fände ich auch, glaub, vernünftiger. Ah, ich würde ein lustiges Gesetz machen. So. Ein lustiges Gesetz? Jeder muss sich am Freitag aus Glon verkleiden. wir haben in einem der letzten Podcasts haben wir es doch vom Nackt gehabt, vom Nacktsein gehabt. Ah, der Nacktsiestig. Dass man mal wieder ein bisschen zurück zu der Natur geht und alle Menschen am Zischen mit da Nacht rumlaufen. Da kommt der Aussteiger viel hinterher, so, hey, alle müssen... Mal ein bisschen Barrieren, mal ein bisschen abbauen, mal wieder ein bisschen zurück zu der Natur, mal alle nackt am Dienstag. Mhm, einmal im Jahr, nicht jeden Dienstag, einmal im Jahr der nackte Dienstag und dann müssen aber alle nackt rumlaufen. Weißt du, wie lustig? Das ist eine dumme Antwort. Das ist mein Gesetz. So. Ja. David Möri, komm, hey, der Velofahr Sonntag. Mir ist gerade das erste, irgendwie ganz komisch, ich würde gern die 100 km/h Grenze auf der Autobahn einführen. Weil das ist ja am unpopulär. Da hast du alle gegen dich. Also ein grosser Teil. Ja. Gegen Autofahrer. Dann steigen noch mehr Leute auf die Züge um, dann haben die einen guten Druck, um da noch ein bisschen Gas zu geben mit dem ÖV. Und ja, hör mal auf, ich will doch auf der Autobahn nicht ich doch auf das Gas drücken. Hey. Hunderte. Gib mal Gäse. Da schleichst du ja im Zeug umeinander. Nein, sicher nicht. Doch, oder kannst du noch... Und das ist ja am effizientesten. Ich glaub, wir haben gesagt, ein Gesetz und nicht ein Verbot. Gell? Das ist das Gleiche. Nee. Du tust liberalisieren, ich mache nackt, 100 gefahren. Das ist mein Gesetz. Und wieso 100? Mach doch gerade 60. Ja, mach gerade 30er-Zone auf der Autobahn. Nein, das ist doch, ich habe gemeint, das ist am effizientesten. 80 ist, glaube ich, effizient. Ja, damit du hast das Gefühl, es gibt dann keinen Stau mehr, wenn das so reguliert ist. Ja, mach doch alle Autobahnen sprengen. Das ist so ein Kommunismus. Jetzt doch nicht in den Dreck. Jetzt habe ich meine Antwort gesagt. Also auf eine faire Frage, faire Antwort. Jetzt müsst ihr das akzeptieren. Ich habe absolut keinen Bock, im Mäuerland zu wohnen. Nein, das ist... Ja, die wollen dort auch nicht einbürgern. Sag's, wie es ist. Ich würde dann nie einbürgern. Ich würde jetzt noch gerne so... Ich finde so unsere zwei Gesetze zusammen, freie Drogen und Nacktheit, würde ich wie noch feierig irgendwann durch. Und alle sind gleich, aber da... 80 auf der Autobahn. Aber vielleicht wäre das ein guter Kompromiss. Freie Drogen, nackt sein, aber als Gegending ist jetzt halt einfach nur 100 auf der Autobahn. Ja, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich fliege in anderen Sphären. Hauptsache, es gibt nackte Ziesten. Drauf auf LSD. Komm, ja, alle sind gleich. Da könnt ihr auf der Autobahn machen, was sie wollen. Oder? Ja, einfach das ist gut. Nackt auf der Autobahn. Hey, danke vielmals für die sehr lustige Folge. Hat sehr viel Spass gemacht. Wenn du noch weitere Fragen hast, wie gesagt, einfach durchschicken bei uns auf Instagram und natürlich auch dem Podcast noch 5 Sterne geben, uns followen und weiterempfehlen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr uns weiterempfehlt. Yes. Hausaufgabe, 6-5 Menschen, die du toll findest. Hausaufgabe, das ist jetzt auch ein bisschen... Der Möri hat Autobahn auf 100 begrenzt. Jetzt bist du ein bisschen begrenzt. Christa, Distribution und jetzt müsst ihr das und das noch machen. Was? Hey, wir noch Podcast. Es ist Sommer, die Leute sind draußen, du kannst da das Bustelefon, das ist alles gut. Und dann wie stellst du das vor? Auf der Badewiese, dann auf dem Türchen sagen, schau mal, ich kann noch etwas müssen. Nein, hey, die nervigen Leute an der Bahnhöfe. So, sie, kennen Sie den Vierer-Abteil im Zug? Kannst du das so Sachen machen? Sie, kennen Sie den Podcast? Danke vielmals, ich wünsche euch sehr eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Das wünsche ich euch auch und euch zwei auch. Bis bald. Debriefing.